Ich habe gerade gesagt, in ganz vielen Fällen kann man diese Berechnung der kleinsten Quadrate-Lösung oder insbesondere der Minimum-Norm-Lösung extrem vereinfachen. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Und wir wollen das verbinden damit, dass wir noch einen zusätzlichen Begriff einführen, nämlich den der Pseudo-Inversen. Okay, zunächst mal. Die Sitze, das ist dasselbe wie vorhin. Wir haben eine Matrix A aus dem R hoch M Kreuz N. Und wir betrachten einfach die Abbildung, die für jedes B aus dem R hoch M definiert A plus B gleich X plus. Und X plus soll die Minimum-Normlösung sein von AX gleich B. Das heißt, dieses A plus hier vorne, das ist eine Abbildung aus dem R hoch M in den R hoch N. Und ja, es ist eine lineare Abbildung. Das heißt also, es wird dargestellt durch eine Matrix der Größe R hoch N Kreuz M. Ja? Also umgekehrt genau wie vorhin. Okay, diese Matrix, die nennen wir Pseudo-Inverse. Und Pseudo-Inverse deshalb, weil sie viele Eigenschaften hat wie die normale Inverse. Das werde ich zwar nicht beweisen, aber Sie werden es auf dem Übungsblatt beweisen. Und ja, damit uns das ein bisschen klarer wird, was das bedeutet, schauen wir uns ein paar einfache Beispiele an. Und beginnen wir mit zwei einfachen Beispielen. Ja, sei zunächst mal n gleich m und sei a invertierbar. Okay? Ich behaupte, dann gilt die Pseudo-Inverse a plus ist a hoch minus 1. Das macht auch irgendwie Sinn, weil Pseudo-Inverse heißt offensichtlich sowas wie eine verallgemeinerte Inverse und dann, wenn das Ding eine Inverse hat, dann sollte es auch bitte die Inverse sein. Wie beweist man das? Naja, also a plus b ist ja definiert als x plus und das x plus soll die Minimum-Normlösung sein von ax gleich b. Wenn ax gleich b ist und a invertierbar, dann ist aber natürlich x plus gleich a hoch minus 1 mal b. Das haben wir vorhin bewiesen. Ja, also wenn das a invertierbar ist, dann ist die Minimum-Normlösung gegeben durch a hoch minus 1 b. Das heißt, es ist a plus b gleich a hoch minus 1 b. Und das heißt, die Matrixdarstellung von a plus ist einfach a hoch minus 1. Okay, gut. Das zweite unserer beliebten Beispiele, genau das Umgekehrte von invertierbar, sei a die Nullmatrix, die ist maximal nicht invertierbar. Und ich behaupte, in dem Fall ist a plus auch die Nullmatrix. Warum ist das so? Naja, also wie ist das definiert? A plus b ist x plus. Und naja, also x plus ist die Minimum-Normlösung von ax gleich b, wobei a die Nullmatrix ist. Das haben wir vorhin ausgerechnet. Wenn a die Nullmatrix ist, ist die Minimum-Normlösung der Nullvektor. Das heißt also, a plus b ist nichts anderes als immer 0 und wird dargestellt durch 0 mal b. Und das heißt also, die Matrix A plus ist in diesem Fall darstellbar durch einfach die 0. Okay, gut, also das waren die trivialen Fälle. Und jetzt wollen wir uns diese Fälle angucken, die ich vorhin am Schluss erwähnt habe, wo ich gesagt habe, häufig kann man die Berechnung deutlich viel einfacher machen. Und passen Sie hier tatsächlich gut auf, denn in den meisten Fällen funktioniert genau dieses Rezept, das ich Ihnen hier vorstelle. Okay, das A kommt aus dem R hoch N Kreuz M. Das heißt also, es ist eine Abbildung vom R hoch N in den R hoch M. Wir nehmen mal an, es wäre das M größer als N. Das heißt also, wir haben mehr Gleichungen als Unbekannte. Und das bedeutet, der Quellraum des R hoch N ist kleiner von der Dimension her als der Zielraum des R hoch M. Da sind schon mal zwei Sachen klar. Erstmal, das kann nicht surjektiv sein, ja, weil dieser Raum hier vorne einfach zu klein ist. Der kann nicht den ganzen großen Raum aufspannen. Aber es könnte immerhin mal sein, dass das injektiv ist. Ja, injektiv, denn der kleine Raum passt in den großen Raum rein. Das heißt, es könnte sein, dass dieses A tatsächlich injektiv ist. Okay, nehmen wir also mal an, A wäre injektiv. Und das ist jetzt eine wichtige Voraussetzung. Alles, was ich ab jetzt mache, das sollte ich vielleicht sagen, weil viele oft auf die Idee kommen, das immer anzuwenden. Alles, was ich jetzt sage, funktioniert tatsächlich nur, wenn A injektiv ist. Also sei A injektiv. A injektiv bedeutet, der Kern von A, also der Nullraum, besteht nur aus der Null. Okay, nochmal den Satz angewandt, den wir jetzt schon zigmal gehabt haben. Der Nullraum von A ist auch der Nullraum von A transponiert A.
Das heißt also, auch der Nullraum von A transponiert A besteht nur aus der Null. Mit anderen Worten, A transponiert A ist auch injektiv. Okay? Jetzt schauen wir uns das A transponiert A an. Das A transponiert A ist eine Abbildung, die geht vom R hoch N in den R hoch N. Das heißt also, das ist eine quadratische Matrix, wenn Sie so wollen. Das A transponiert A ist injektiv. Naja, also wenn das eine quadratische Matrix ist, dann folgt aus injektiv, aber sofort surjektiv. Das heißt also, das A transponiert A ist injektiv und surjektiv, also tatsächlich invertierbar. Okay, gut. Wir müssen für eine kleinste Quadratelösung erfüllen die Gleichung A transponiert A x Stern gleich A transponiert B. Jetzt ist das A transponiert A hier vorne aber invertierbar. Ja, da kann ich es auf die rechte Seite bringen. Und das folgt sofort. X Stern ist A transponiert A hoch minus 1 mal A transponiert B. Erstens ist das hier eine kleinste Quadratelösung. Und naja, also wenn das A transponiert A hier vorne invertierbar ist, dann ist das auch die einzige kleinste Quadratelösung. Wenn es die einzige kleinste Quadratelösung ist, dann ist es auch gleichzeitig die Minimumnormlösung. Das heißt also, in dem Fall, dass A injektiv ist, können wir die Minimum-Normlösung berechnen als A transponiert A hoch minus 1 mal A transponiert B. Entsprechend gilt dann natürlich für unsere Pseudoinverse. A plus B ist nichts anderes als A transponiert A hoch minus 1 mal A transponiert B. Ja, und das heißt also, dieses A plus wird in dem Fall dargestellt durch die Matrix A transponiert A hoch minus 1 mal A transponiert. Das heißt also, in dem Fall gilt tatsächlich A plus gleich A transponiert A hoch minus 1 mal A transponiert. Das ist keineswegs immer der Fall, ich sage das nochmal, wenn gilt M größer N. Ja? Das heißt, stellen Sie sich vor, M ist größer N, aber A ist die Nullmatrix. Ja? Ist absolut zugelassen hier. Dann steht hier vorne nur kompletter Blödsinn, denn das A transponiert A hoch minus 1 existiert natürlich überhaupt nicht. Diese Bedingung, dass das A injektiv sein muss, die ist schon wichtig. Und es könnte durchaus sein, dass es nicht injektiv ist. Und diese Beispiele, die ganz am Schluss, die Sie in den Übungen nachrechnen werden, da ist das genau der Fall. Da ist es nämlich das A transponiert A nicht invertierbar und deshalb muss man da ein bisschen mehr rechnen. Okay, diesen Fall M größer als N haben wir abgefrühstückt. Wenn das A injektiv ist, dann haben wir eine besonders einfache Darstellung für die Minimum-Normlösung und auch für die Pseudo-Inverse. Okay, jetzt den umgekehrten Fall. Sei also M kleiner als N, das ist der unterbestimmte Fall. Wir haben mehr Variablen als Gleichungen. Okay, in diesem Fall ist das A also eine Abbildung aus dem R hoch N in den R hoch M, hatten wir gerade auch. Und jetzt ist es so, der Quellraum hier vorne, der ist größer von der Dimension her als der Zielraum. Das kann dann nicht mehr injektiv sein. Aber was immerhin noch sein kann, es könnte sein, dass das Ganze surjektiv ist. Okay, also nehmen wir mal an, dass A wäre die Abbildung, die zu A gehört, sei surjektiv. Und das bedeutet, das Bild von A ist der gesamte R hoch M. Oder das ist auch äquivalent dazu, dass der Rang von A gleich M ist. Ja, Rang, das waren die Anzahl der linear unabhängigen Zeilen oder Spalten in A, das ist dasselbe. Okay, gut, wenn das Bild von A aber der gesamte R hoch M ist, dann bedeutet das, dass die Gleichung AX gleich B lösbar ist für alle B aus dem R hoch M. Das heißt also, AX gleich B ist immer lösbar. Und das bedeutet, nach dem, was wir vorhin gezeigt haben, die kleinsten Quadratelösungen sind einfach die Lösungen von AX gleich B. Okay, gut. Das heißt also, es muss gelten, dass X plus die Minimumnormlösung, die wir suchen, die muss mit Sicherheit erfüllen die Gleichung ax gleich b. Das heißt, es muss gelten ax plus gleich b. Und das x plus muss im Bild von a transponiert sein. Ja, das war die zweite Bedingung für die Minimum-Normlösung. Und das bedeutet, dass x plus lässt sich schreiben als a transponiert mal y für irgend so ein y aus dem r hoch m.
Okay, das setze ich mal ein. Also das x plus muss eine kleinste Quadratlösung sein. Also muss gelten ax plus gleich b. Wir haben diese Darstellung hier vorne. Das setze ich ein. Dann erhalte ich a mal a transponiert y gleich b. Okay, jetzt überlegen wir nochmal. Das a transponiert ist ein, das a ging vom r hoch n in den r hoch m. A transponiert geht umgekehrt, also vom r hoch m in den r hoch n. Okay, da kann ich diesen Dimensionssatz drauf anwenden. Also erstmal können wir sagen, die Dimension des Bildes von A transponiert, das ist der Rang von A transponiert. Es gibt diesen Satz, Spaltenrang ist Zeilenrang. Das heißt also, A und A transponiert haben denselben Rang. Und das bedeutet, das ist dasselbe wie Rang von A. Und das ist gerade m, nach dem, was wir oben vorausgesetzt hatten. Das heißt, die Dimension des Bildes von A transponiert ist auch m. Okay, gut. Dann gibt es den Dimensionssatz. A transponiert ist eine Abbildung, die geht los im R hoch m. Und damit gilt, m ist die Dimension des Bildes von A transponiert plus die Dimension des Kerns von A transponiert. Okay, gut. Die Dimension des Bildes von A transponiert haben wir gerade festgestellt, die ist m. Damit bleibt nur noch eins über. Die Dimension des Kerns von A transponiert ist 0. Das heißt also, der Kern von A transponiert besteht nur aus der 0. Okay, das bedeutet, A transponiert ist injektiv. Ja, aber nach dem, was wir vorhin schon mal festgestellt haben, wenn A transponiert injektiv ist, dann ist natürlich auch A mal A transponiert injektiv. Vorhin hatten wir es mit A transponiert A hingeschrieben. Das ist natürlich jetzt genau dasselbe. Das heißt also, wenn A transponiert injektiv ist, dann ist auch A mal A transponiert injektiv. Okay. Was ist A mal A transponiert für eine Abbildung? Die geht vom R hoch m in den R hoch m. Und das heißt, das ist eine quadratische Matrix, die hier vorne steht, wird dargestellt durch eine quadratische Matrix. Und naja, das heißt wieder aus Injektiv folgt Bijektiv. Und das heißt also tatsächlich, A mal A transponiert ist invertierbar. Okay, gut, wenn aber A mal A transponiert invertierbar ist, wir hatten vorhin schon mal festgestellt, dieses Y, das wir da oben eingeführt hatten, das muss erfüllen, A mal A transponiert Y ist b. Okay, wenn a mal a transponiert invertierbar ist, kann ich das auf die rechte Seite bringen und hier steht nichts anderes als y ist a mal a transponiert hoch minus 1 mal b. Okay? Gut, das heißt, das y ist eindeutig bestimmt. Aber wir hatten unser x plus geschrieben als a transponiert mal y. Und das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit, was das x plus sein kann. Es ist nämlich gleich a transponiert mal y. Das y war eindeutig. Und das ist a transponiert a mal a transponiert hoch minus 1 mal b. Das heißt, wir haben für die Minimum-Normlösung in dem Fall, dass das a surjektiv ist, ja, da oben haben wir es jetzt gerade noch stehen, in diesem Fall, dass a surjektiv ist, haben wir auch eine extrem einfache Darstellung für die Pseudo-Inverse oder hier in diesem Fall für die Minimum-Normlösung, nämlich einfach als a transponiert a mal a transponiert hoch minus 1 mal b. Oder für die Pseudo-Inverse a plus ist a transponiert mal a a transponiert hoch minus 1. Okay, das heißt also, unter der Voraussetzung, dass das a injektiv ist, haben wir eine extrem einfache Darstellung. Und unter der Voraussetzung, dass das a surjektiv ist, haben wir ebenfalls eine extrem einfache Darstellung. Und diese beiden Darstellungen, die sollten Sie auch unbedingt kennen. Ich mache noch eine ganz kleine Bemerkung, weil wir das in dieser Vorlesung nicht beweisen werden, was man üblicherweise tut. Wenn das Ding schon Pseudo-Inverse heißt, dann vermutet man, dass es sehr viele Eigenschaften hat, die ganz ähnlich sind wie eine Inverse. Und wir haben ja gerade schon gesehen, für den Fall, dass n gleich m ist und die Matrix tatsächlich invertierbar ist, dann kommt auch wirklich wieder die Inverse raus. Ja, das ist schon mal für eine Pseudo-Inverse schon mal eine gute Sache. Und tatsächlich gilt unabhängig von der Matrix A, völlig egal, ob das injektiv, surjektiv ist, für jede Matrix A gilt oder für jede Abbildung A gilt tatsächlich A mal A plus A ist A. Und das ist eine Eigenschaft, die natürlich die Inverse auch hat. Ja? Also wenn Sie jetzt hier vorne angenommen, das Ding wäre invertierbar, dann steht hier vorne auch minus 1, auch minus 1, a wäre i. Das heißt also, dann wäre auch a mal auch minus 1 mal a gleich a. Und ebenso hier vorne,
a auch minus 1, a mal a auch minus 1 wäre natürlich a auch minus 1. Und tatsächlich auch das hier vorne gilt. Ja, also das gilt sowohl für die Inverse als auch für die Pseudo-Inverse. Und das sind tatsächlich zwei ganz extrem wichtige Eigenschaften, mit denen man sehr viel zeigen kann. Und deshalb besitzt tatsächlich auch jedes Programmiersystem wie Python oder irgendwas eine Möglichkeit, diese Pseudo-Inverse direkt auszurechnen, denn die besitzt dann, das hat tatsächlich eine große Bedeutung und an der kann man eine ganze Menge ablesen. Wir werden das jetzt hier erstmal nicht weiter verfolgen. Sie sollten einfach jetzt nur gelernt haben, okay, für diese beiden Fälle, die wir hier behandelt haben, gibt es extrem einfache Möglichkeiten, die Minimum-Normlösung auszurechnen, nämlich einmal hier als a transponiert a, a transponiert hoch minus 1 und einmal hier oben als a transponiert a hoch minus 1 mal a transponiert.